Guten Abend. Ach nee, um 9 Uhr kommen ja die Folgen raus. Guten Morgen. Guten Morgen von Abend. Es ist ja schon Abend hier bei uns beim Ofen. Ja, und wer weiß, wann der Zuschauer das sieht. Wir müssen Spione infiltrieren oder sowas in der Richtung. Das Inhaben haben wir schon mal. Oder zählt das nur für mich? Ich weiß gar nicht, wo ich da klicken muss. Na, du hast doch da so ein komisches, wie so ein Schraubendreher. Da so ein Stabmixer. In deiner Leiste da rechts. Nö, nicht rechts, aber im Inventar. Was denn nicht? Nee, habe ich nicht. Ja, irgendwo sind welche. Weil ich dafür viel zu viele Aufgaben aufhabe. Sind die hier auch? Hier sind 10, da sind 15, dann müssen wir die sein Yay, ich habe 6 Erfahrungspunkte bekommen. bist schon fertig? Drei sollte man machen, 3 habe ich. Mir fehlen noch. Der hat mir da hinten welche angezeigt, aber da waren keine. Ah, jetzt ja. Sehr schön. So, dann mal raus hier aus der guten Stube. Nein. Ich habe heute Sonnencreme für Sonnenallergiker und hautempfindliche Menschen gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mann, habe ich mich gefreut. Wie ein Schnitzel, wa? Wie ein Schnitzel. Habe ich mir auch gekauft, weil ich ja sowieso eine kaufen wollte. Ein Schnitzel, damit du Nee. wieder Scheißerei Nee, kriegst. nee, Sonnencreme. Weil wenn morgen nämlich schönes Wetter ist, will ich da mal mich hinlegen und mich sonnen. Wo? Auf dem Balkon. Ich bin bereit. Dem Balkon. Wir haben einen Balkon. Und wir haben so eine. Ich weiß nicht, heißt das Brüstung? Da, wo, am Gelände, wo man sich festhält normalerweise. Das Ding ist so breit, dass man sich drauflegen kann. Also das ist wirklich bestimmt einen halben Meter dick oder so. Besteht richtig fest aus Mauerwerk. Und da sitzen wir dann manchmal drauf und rochen oder ich liege manchmal drauf oder was auch immer. Und da will ich mich morgen sonnen. Wenn natürlich, Gestern. wenn schönes Wetter ist. Aber nicht runterfallen da, ne? Ich verspreche, ich werde Es dich ist auch nicht gleich zurückholen. der Abgrund, der danach kommt. Danach ist immer. Was war denn das? Danach ist immer noch ein bisschen Dach. Also. Also du kullerst erst eine Weile, bis du in den Abgrund stürzt. Na, wenigstens immer um mich selber. Ach so, naja, dann geht ja. So quasi immer Hilfe. Genau. Gibt. Also man kann da auch selbst nach dieser Brüstung auch umherlaufen da drauf. Also da passiert nicht gleich was. Das ist schon sehr breit. Da, Kiste, Kiste. So schnell komme ich gar nicht hinterher.
Das ist gut, das ist nicht so wie auf Oricon hier. Wo ich gar nichts alleine machen kann. Hier darf ich auch mal sein. So, und jetzt kommen diese komischen Lager hier. Die sind jetzt hier irgendwo verteilt. Hier, da ist schon der erste. Ich weiß nicht, wo du siehst, aber ich peile meinsam, was ich die ganze Zeit schon angepeilt hatte. Zählte das gerade? Nö. Nee, das doch nicht. Gut, dann haben wir jetzt eins von eins. Wir müssen zusammenbleiben. Scheiße. Mal zählt es, wenn man nicht in der Nähe ist, mal nicht. Diese Launen gehen mir auf den Sack. Hat es jetzt gezählt? Ja, jetzt hat es gezählt. Bitte folgen Sie mir. Ist da eine Kiste? Das gibt Schotter. Ein bisschen, ja. Übrigens gibt es schlechte Nachrichten, ja. Hä? Christopher Lee ist tot. Das ist? Star Wars-Fans kennen ihn als Count Dooku. Wird dir also nichts sagen. Und, aber hier Hobbit und so kennst du ja. Kennst du auch diesen Sauroman? Diesen komischen weißen Zauberer? Ja. Der ist es. Oh. Hm. Oh. Ja. Warum denn? Ja, Altersschwäche war 93er Knochen. Was? Ja. Deswegen hat er den Hexer gespielt. Überleg mal, so alter Knochen und dann noch so eine, ich sag mal, so actionreiche Filme. Ich meine, bei Star Wars war ja auch so ein bisschen Schwert, Lichtschwertkampf und so. Gut, der war mehr so dieser, wie heißt das, Gentleman beim Kämpfen da irgendwie. So in der Hand auf dem Rücken, möchte ich sagen. Und dann so ganz vornehm. Ja, das war so eine Sache die Woche, was ziemlich... Man musste schon schlucken und sagen, oh, schade eigentlich. Ich finde dich allgemein. Oh, ich bin schon 60. Mich? Ja, sehr ruhig. Inwiefern? Ich hab mich doch jetzt gesteigert beim Quatschen. Nee, ich meinte per WhatsApp. Ach so. Das fände ich irgendwie sehr verdächtig. Weil bockig, weil du mich ignorierst. Inwiefern ignoriere ich dich denn? Ja, du ignorierst mich bloß immer diese kurzen Antworten. Mach ich doch immer. Ja, diesmal ist es mir auf den Magen geschlagen. Da war ich bockig. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. War ich ruhig, ja. Weniger genervt hat sonst. Kann ja bei dir nicht sein. Hm. Stimmt doch irgendwas nicht. Um einiges sogar. Ja, sehr verdächtig. Warum läuft sie denn nicht jetzt? So, und sind hier die nächsten hier irgendwo? Ah, da kommt doch gleich diese Mistelumpe hier. Hm? Oder da, in dieser Dunkelheit. Hm? Ah, ich hasse das. Diese komischen Sensoren kommen und ständig geht der einer da auf der Eier, auf den Nüsse. Ich hatte da einfach durch. Mir ist so egal, weil ich es halt auch nicht mag, weißt du? Ich bin bereit. Ach nee, das ist wieder das andere hier. Stimmt. Oh, mir juckt irgendwas in der Nase, Alter, das gibt doch mal ja nicht. In Wirklichkeit sehe ich aus wie ein Walross. Hm. Hier muss ich ja diese komische Lumpe hier an. Du musst noch anklickern, ja? Was? So eine blaue Spritze. Hast du schon? Genau. Dann stirbst du hier nämlich schnell einen Heldentod. Eher nicht so heldenhaft, aber. Ah, ich gehe schon mal hier an der Nachbarbar.
Hurz. Hurz? Oh. Jetzt aber schnell raus hier. Sag mal, Ruhe hier! Ja. Mein Gott. Kleiner Rappel zum Karton. Was macht denn der Ventilator diesmal für Geräusche? Geht kaputt. Der hat das vorher auch gemacht. Ist der Hamster da vielleicht mit dran? Nee. Macht er irgendwelche Rundfahrten mit? Nee, der ist ganz weit weg, der Hamster. Ist hier hinten noch irgendwas? Was versteckt ist? Nee, wir sind hier durch. Hätte das sein können. Das ist ja nicht mal mein Ventilator. Ich habe mir meinen jetzt erstmal bestellt. Wieso kann ich denn diese komische Lumpe hier nicht mehr benutzen? Scheiße. Habe ich davon nichts mehr? Ich komme doch da ja nicht rüber, ohne zu sterben. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Drogen, ich brauche Drogen. Kannst du deinen noch anwählen oder was? Also für dich sollte es kein Problem sein, du bist Heiler. Warte mal, ich mach mal, warte. Jetzt ja. Nee, das kann ich jetzt aber noch nicht verwenden. Nee, aber du kannst jetzt rüberrennen. Oh. Ich bin tatendurstig. Ah, ich bin tot. Ich hab dich noch so ein bisschen geheilt. Hatte aber die falsche Taste gedrückt und bin dann selbst eines nicht natürlichen Todes gestorben. Was kann ich eigentlich? Nicht. Bist du schon raus? Klar. Mensch, warte doch erstmal. Kannst du dich nicht erstmal heilen, wie jeder andere auch? Dann nicht hier. Im schwarzen Loch. Na klar, im schwarzen Loch. Ach, ein bisschen Mist, was hier ist. Na, wollen wir mal dich nicht heilen. Mal sehen, was denn passiert. Elendig, wirst du krepieren. Was machst du denn? Klick, 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 klick. Wo ist er denn vor allen Dingen? Ja, kommt er doch. Das Ende naht. Ah, danke. Guck mal, Kiste. Wo? Oh, geil. Hier sind aber eine Menge Kisten. Ja, ne? War auch gerade mein Gedanke. Und so offensichtlich alles hier. Geld. Geld, so, Geld, Geld. Oben? Nur für Geld habe ich dich gewählt. Um es zu bekommen, wie gewonnen. So zu rennen. Kennst du nicht, Mensch, uraltes Lied von Tic-Tac-Toe? Tic-Toe? Fehlt da nicht irgendwo noch ein Tack in der Mitte? Habe ich doch gesagt. Ja, das war hier so abgehackt. Tic-Toe. Nick? Nick-Toe? Tic-Toe, Nick. Nick-Toe ist ein Sektor. Nikto-Sektor. Auf Nadar. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, irgendwas mit Nadar. Nadar wolltest du sagen. Ja, weil du schneller warst. Das hat mich dann durcheinander gebracht. Ein Zungenbrecher. Ja, lieber ist ein Zungenbrecher als ein Halsbrecher. Genau. Lieber Arm dran als Arm ab. Mhm. Ich glaube, hier kommt die Dunkelkammer. Mhm. Will ich aber nicht. Ich mag die auch nicht. Ich hasse sie. Aber zu zweit sollte es ja kein Problem und auch dennoch schnell sein. Ich hasse sie und alle anderen auch. Wo bist du? Ja. Das Ende naht. Kann man hier drauf hüpfen? Ja, ne? Da sollte ja nichts passieren.
Er sagt es. Du, aber du warst ja noch nicht drauf, als Kreiselding kam. Nicht hier. Mit der Macht kann sie alles schaffen. Sie ist nämlich schon ein großes Mädchen. Siehst du, wie schön schnell das geht? So, noch eins und dann haben wir's. Ach, da ist es. Okay, diesmal klickst du und ich kämpfe. Wie aufregend. Na, hat nicht erzählt hier die Scheiße. Alter, bekloppt ihr! Oh, jetzt! Ah, bis sie mal hier anklickt, hier die Eule, ja. Mann, ey. Ich habe noch eine Streuselschnecke in meinem Arbeitsrucksack. Mhm. Würde ich eigentlich heute zum Kaffee essen, aber. Ah, die, okay. Oh, die Folge ist schon rum. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen. No. Tschüssi.